Oberstleutnant Andreas von Glück, zu Befehl. Ich bin gekommen, meinen Jüdern zurückzubekommen. Entschuldigen Sie, Herr Feldmarschall, aber es ist mein Jude. Nein, es ist mein Jude. Er ist Hausmeier und Zuckenfleur. Nein, es ist meine Idee. Es ist mein Gefängnis. Wir haben ihn verhaftet. Er muss verhört werden. Warum wünschen Sie so sehr, einen Juden zu haben? Diese Sache kann doppelseitig gedeutet werden. Hegen Sie eine besondere, heimliche Bewunderung für diesen Juden und für Juden im Allgemeinen? Sind Sie Teil seiner Familie? Oder sind Sie also selbst Jude? Was? Was? Nein! Nein! Ist das ein Scherz? Ich bin nicht Jude und habe auch keine Achtung für Jude, im Gegenteil! Ich bezweifle, dass ich dich befehlt habe! Ich kann in Ihre Seele hineinblicken. Einen Juden zu haben und ihn behalten zu wollen, ist wenigstens verdächtig. Ich frage mich sogar, ob es nicht Ihre Absicht ist, nach unserer Wegfahrt ihn freizulassen und auch noch schlimmer, ihn zu beschützen. Vielleicht lieben Sie ihn und Sie möchten eine Beziehung zu ihm haben? Was? Eine freundschaftliche Beziehung oder sogar mehr? Nehmen Sie Ihren Juden, ich gebe ihn Ihnen. Ich will ihn nicht mehr haben, ich brauche ihn nicht mehr. Bringen Sie den Gefangenen, den Juden, schnell! Vous êtes un grand talmudiste. Pratiquez l'art du commentaire et de l'interprétation à merveille. Dankeschön. Mais Chaim. Du sollst zu seiner Vernunft kommen und nicht mehr aufbrechen, du Schweinhund! Los zu seinem Wagen! Gut! Jetzt sammeln Sie alle Ihre Leute und alle Dorfbewohner vor dem Oberkommando! N'exagère pas, Mordechai, on s'en va! Nein, er muss bestraft werden! Punition! Jawohl, Herr Feldmarschall! Qu'est-ce qui se passe? Oh, 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 oh! Alle sollen die Vorräte, die sie haben, herbringen. Ich muss mein Lager erneuern. Sie sollen ihre offenen machen. Wir werden Korn müssen. Jawohl, Herr Feldmarschall. Sehr gut. Oi, 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 Mordechai, partout. Schön, nicht wahr? Ist er Kusche? Wie soll es sein? Kusche, ich meine, wurde es gelegen oder nicht? Lügner! Dieses Fleisch sieht überhaupt nicht gelegen aus. Wollen Sie mich und meine Leute vergiften? Wir können es sofort legen, wenn Sie es wünschen. Zu spät! Man hätte es von Anfang an legen müssen. Ruft meinen Haram! Gesundheit. Gesundheit. Meinen Fleischer und meine Köche und meine Schmortippe. Ich habe keine Vertrauen mehr. Bringen Sie alle Tiere, die Sie haben, her. Lebendig! Jawohl, Herr Feldmarschall. Ah, danke, merci. Un strami, j'adore ça. Danke. Merci. Exquisite. Gut. Hey, Hilah!